Deutschland hat gewählt. Was passiert jetzt mit den Aktienmärkten? Und welche anderen Themen sind wichtig? Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Markets Monthly. Mein Name ist Sascha Otto. Deutschland hat gewählt. Die Aktienmärkte haben reagiert. Das Horrorszenario Rot-Rot-Grün ist ausgeblieben. Das hat die Kapitalmärkte erstmal beruhigt. Jetzt beginnen aber die Koalitionsverhandlungen und die können ganz schön heftig werden. Die nächsten Wochen werden zeigen, ob die Beruhigung nur temporär ist oder ob wir tatsächlich eine stabile Regierung hinbekommen. Wir gehen aber davon aus, dass die Koalitionsverhandlungen relativ reibungslos verlaufen werden und wir weiterhin unsere solide Rolle in der Welt weiterführen können. Für die Aktienmärkte sollte dies aber keine weiteren Auswirkungen mehr haben. Es sind jedoch andere Themen, die momentan das Kapitalmarktgeschehen dominieren. Hier unsere Top 3. Alle Blicke sind momentan nach China gerichtet. Dort befindet sich einer der größten Immobilienentwickler momentan in einer Schieflage. Den großen Immobilienkonzern Evergrande droht die Pleite. Die chinesische Regierung hat schon angekündigt, dass sie dort nicht unbedingt einspringen werden. Man bereitet momentan die Region darauf vor, dass dieses Unternehmen in die Insolvenz gehen muss. Eine erste Anleihe konnte bedient werden, eine zweite bisher noch nicht. Es sind also momentan dort unsichere Zeiten. Die Kapitalmärkte haben eine sehr große Angst vor einem zweiten Lehman-Moment. Und dies könnte momentan zu weiteren Verunsicherungen führen. Weiterhin reguliert die chinesische Behörde die Internetkonzerne sehr, sehr stark. Die Entwicklung in China ist daher eine Belastung an den Kapitalmärkten. In Amerika startet der Einstieg in den Ausstieg. Jerome Powell, der Notenbankchef, hat angekündigt, die ultralockere Geldpolitik langsam zurückzufahren. Dies hat er aber so marktschonend drüber gebracht, dass die Kapitalmärkte erstmal sehr erleichtert reagiert haben. Man geht schon davon aus, dass nächstes Jahr in Amerika die Zinsen leicht anziehen werden, aber mit einem sehr moderaten Niveau und auch für die Kapitalmärkte sehr vertretbar, sodass dort größere Kursverluste ausblieben. Ganz anders sieht es in Europa aus. Hier hat die EZB überhaupt noch nicht vor, die Anleihenkäufe einzustellen. Zwar hat man angekündigt, die Kaufprogramme langsam zurückzufahren, man kann aber davon ausgehen, dass wir weiterhin eine ultralockere Geldpolitik haben werden. Zum jetzigen Zeitpunkt beruhigt dieses Verhalten die Märkte und die europäischen Politiker, weil die Zinsen langfristig niedrig bleiben werden. Auch wenn momentan einige Wolken am Börsenhimmel auftauchen, sind wir langfristig doch optimistisch für die Börse gestimmt. Kurzfristig könnte China und auch vielleicht längerfristige Koalitionsverhandlungen die Märkte ein bisschen belasten. Längerfristig sollten aber die niedrigen Zinsen und die gute Konjunkturerholung dazu führen, dass die Aktienmärkte hossieren. Für nächstes Jahr sollten neue Höchststände erreicht werden. Ich wünsche ein glückliches Händchen an den Märkten. Bis zum nächsten Mal.